Berlin, eine der größten Klassikabteilungen der Hauptstadt. Wer hier mit seiner CD vertreten ist, hat alle Chancen, die Herzen des Publikums zu erobern. Die Geigerin Erika Geldsetzer, der Cellist Konstantin Heidrich, der Pianist Dirk Mommerz und der Bratscher Sascha Frömmling bilden zusammen das Fauré-Quartett. Gegründet noch zu Studienzeiten an der Musikhochschule Karlsruhe, gewannen die vier bereits ein Jahr später den ersten Preis beim Deutschen Hochschulwettbewerb. Die kontinuierliche Zusammenarbeit der letzten Jahre hat sich gelohnt. Heute gehört das Fauré-Quartett zu den renommiertesten Kammermusikensembles des Landes. Anlässlich des Mozart-Jahres erschien ihre gefeierte Interpretation seiner beiden Klavierquartette. Das ist der absolute Luxus, den wir haben. Wir haben durch das Quartett, es ist wie ein eingespieltes Instrument über 11 Jahre. Und mit diesem Instrument können wir halt jetzt die Musik machen, die wir wollen. Und da sind die Grenzen natürlich nach oben hin nicht gesetzt. Deshalb, das Schöne ist halt, dass wir wirklich diesen Klangkörper haben. Den haben wir uns 11 Jahre lang erarbeitet. Der wird auch weiter geformt, weiter verbessert. Aber das zu haben und damit wirklich auf den Weg zu gehen, das ist für mich ein absoluter Traum und ein absoluter Luxus. Ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall alle vier sehr unterschiedliche Typen sind. Und das kann gut sein, und dass man sich ergänzt. Dadurch entstehen vielleicht auch viele Diskussionspunkte. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, spannender, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, die man dann irgendwie zusammenbringt, als wenn man immer das Gleiche denkt oder das Gleiche aussagen will. Also ich habe früher mal gedacht, ein Quartett muss aus 4 Männern bestehen. Und ich bin heilfroh, dass wir eine Frau mit an Bord haben, weil sie ist die Schlichterin, wenn 3 Sturköpfe aufeinandertreffen. In Berlin treffen sich die vier Musiker häufig, beruflich wie privat. Konstantin Heidrich und Sascha Frömmling leben hier. Dirk Mommerz pendelt zwischen Berlin und Essen. Erika Geldsetzer hat sich für Wien entschieden. Wir verbringen die meiste unserer Zeit miteinander. Das heißt, dass wir musikalisch zusammenwachsen, aber auch persönlich. Also wir kennen die Stärken und die Schwächen der anderen. Aber es funktioniert, sonst wären wir jetzt nicht mehr zusammen. Also wie bei jeder
guten Beziehung muss man natürlich auch gelernt haben, zu streiten oder zu diskutieren, wenn das, also wenn ein, es muss ein Ergebnis rauskommen, ne? Wenn man einfach nur streitet und sich die Persönlichkeiten nicht für was Neues sozusagen zusammenfinden können, hat es keinen Zweck. Und wie Dirk schon sagt, klappt das bei uns ganz gut, sonst wären wir nämlich nicht mehr zusammen. Und wir haben sozusagen gelernt, aus die Stärken so zusammenzufassen, oder wir lernen es immer noch, aber wir haben schon auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt, die Stärken so zusammenzufassen, dass wir sehr ergebnisorientiert arbeiten. Geht natürlich nur, wenn die Prioritäten einigermaßen identisch sind und wenn man auch, ja, was so die musikalische Philosophie betrifft, eigentlich auf einer Linie etwa ist. Genau, Bratsch ist immer zu laut.